Hallo, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 14. Dezember 2021, 16.44 Uhr hier auf Ateno. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Schaut doch mal auf einem Plausch bei unserem Gast vorbei. Noch etwas. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass in unserem Museum ein Café eröffnet. Das Museum ist heute wegen Umbaus geschlossen. Ich bin mir sicher, dass sich das Warten lohnt. Das Café wird erst morgen fertiggestellt sein. Ich möchte alle bitten, sich bis dahin zu gedulden. Eugen hat mich gebeten, diese Nachricht weiterzuleiten. Ich hoffe, seine Vorfreude ist rübergekommen. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Wir gucken mal, was wir heute alles schaffen und machen. Ich habe noch nicht so wirklich den Plan der Pläne, aber wir finden mit Sicherheit was. Ach ja, stimmt, wir haben Sachen eingekauft im Nook-Portal. Ich glaube, das waren diese Büsche, ne? Die ich für die Parkanlage haben wollte. Vielleicht können wir die dann auch heute gestalten. Und wie ihr seht, ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Wie man hier unschwer erkennen kann. Den Hamsterkäfig habe ich immer noch. Die Kirschen war ich erst am Pflücken und wollte sie verkaufen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich die brauchen werde. Denn ich habe hier oben rechts, nee, oben links in der Ecke, da bei B2, angefangen auch das Plateau wegzuarbeiten. Also das Grüne, dass wir da auf Bodenlevel sind. Und da möchte ich halt die Tannen, die oben auf diesem Plateau stehen, ausbuddeln und erstmal zwischenparken, damit wir halt nicht da alles umholzen und später dann da stehen und alle Bäume neu kaufen und anpflanzen müssen. Warten müssen, bis die gewachsen sind. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Von daher möchte ich dann da oben in der Ecke bei B2 erstmal die Bäume parken. Und dafür brauche ich aber die Kirschen, um sie dann natürlich ausbuddeln zu können. Deswegen habe ich damit jetzt erstmal kein Geld gemacht. Jetzt war noch die Überlegung. Mit den 90.000 Sternis, die wir haben. Potenziell haben wir jetzt halt die Möglichkeit. Ich glaube, wir könnten die Brücke fertig abbezahlen. Oh, hi. Ich glaube, das Geld müsste für die Brücke reichen. Dass wir dann die zumindest schon mal fertig haben, weil die soll da ja auf jeden Fall bleiben. Da kommt schon ein Geschenk. Ja, das geht ja gut los heute. Oh, direkt über uns. Weil das soll ja da bleiben, die Brücke. Dann hätten wir die halt schon mal fertig. Guck mal, noch mehr Geld. Sehr schön. Oder man fängt an, hier die Häuser umzusetzen, weil die müssen ja hier definitiv wieder weg. Das war auch eine saublöde Idee, die hier hinzustellen am Anfang, ne? Aber wir brauchten halt den Platz dafür. Wir könnten jetzt halt sagen, gut, Eriks Haus wandert auch an den Strand, damit wir da Platz haben. Oh, hi. Es gibt Emotionen für alles. Diese zum Beispiel, wenn du wieder mal die Nacht durchgetanzt hast. Oh, klasse, oder? Jemand sieht deine Ermüdung und weiß sofort, hey, auf einer Party lässt du es richtig krachen. Cool, danke schön. Ich kann zeigen, dass ich müde bin. Das ist ja wunderbar. Ja, so fühle ich mich heute auch. Ich bin heute so matsche, so müde. Ich habe eigentlich recht gut geschlafen, aber irgendwie fühle ich mich heute wie durch einen Fleischwolf gedreht. So. Ja, was machen wir jetzt? Brücke abbezahlen oder das Haus versetzen? Damit wir hier vielleicht Terraforming mäßig den Hügel anfangen können, auf den ja das Museum am Ende soll. Weil ich hätte gern das Museum weg, damit ich hier den Spielplatz machen kann. Das hängt halt alles so zusammen. Ich glaube, das Umsetzen von einem Gebäude kostete 50.000 Sternis. Aber die hat man eigentlich
Könnte man die recht schnell wieder zusammenkriegen? Pass auf, wir bezahlen die Brücke ab. So. Und dann gucke ich, dass ich 50.000 heute zusammenkriege, um dann noch Eriks Haus umzusetzen. Ja, guten Tag! Im Moment nehme ich Spenden für Eisenbrücke entgegen. Unser Ziel sind 228.000 Sternis. Bis jetzt haben wir 179.000. Fehlen noch 48. Bitte spenden. Ach, guck mal, fehlt gar nicht mehr so viel. Ich dachte, es fehlen noch fast 100. Oh, das ist natürlich klasse. Dann warte, ich kann ja auch einfach so machen. Zahlen wir doch mal die Brücke ab. Ist ja doch nicht so viel. Schön. Dann haben wir... Guck mal, dann brauchen wir gar nicht viele Sternis für das Haus umsetzen. Ja, das Projekt wird nun in Angriff genommen. Bitte etwas Geduld. Dies wird eine kleine Weile dauern. Okay, sehr schön. Klasse. Damit ist genug Geld beisammen. Dann müssen wir jetzt bis morgen warten. Und dann haben wir hier unsere formschöne, schicke, neue Brücke. Bist du vielleicht zufälligerweise schon unser Geldstein? Du würdest uns heute aus der Patsche helfen. Nein, bist du nicht. Warum? Das ist doch fies. Naja, gut. Ich hatte jetzt gehofft, wir finden den Geldstein. Aber dem war nicht so. Ich heb auch mal den Kranz hier direkt auf. Nicht wie sonst immer, dass ich alles liegen lasse. Wie so ein keine Ahnung. Schludrio hier. War hier nicht noch irgendwo ein Stein? Da ist was eingebuddelt. Ein Fossil. Ganz toll. Ja, die Blumen wollte ich auch noch alle ausbuddeln und woanders hinsetzen. Die wollte ich auch da hinten dann an den Strand erstmal parken. Weil Blumen, wie gesagt, die gehören für mich nicht in eine Schneelandschaft. Oh, ich bin am Stein vorbeigelaufen. Ich Schlauberger, ne? So. Bist du mein Geldstein? Ich brauche Geld. Ich brauche Geld, um Eriks Haus da wegzustellen. Und dann brauche ich morgen nochmal Geld, um das Museum umzustellen, was ja gerade erst renoviert wird. Das hätte man natürlich in einem Zug wunderbar machen können. So bautechnisch gesehen. Stellt euch mal vor, weißt du, ihr renoviert und macht und tut und ne, alles voll gut geworden. Und einen Tag später sagt die Behörde, boah, jetzt müssen wir umziehen. Das ist sehr, sehr schlau. Das hätte man dann natürlich in einem machen können. So. Bist du mein Geldstein? Stein sagt ja. Ja, mein Geldstein. Oh Gott, wir rutschen in die falsche Richtung weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir kriegen nicht die maximalen Sternis raus, weil wir dumm sind. Oh, hat noch ganz knapp geklappt. Hi, das war echt knapp. Ja, die Brücke hier muss dann auch irgendwann noch wieder weg. Vor allem, die haben wir ja geschenkt bekommen, ne? Dass wir die hier hinsetzen können, so mehr oder weniger, damit wir vorankommen. Und dann, um die hier abzureißen, müssen wir halt auch Geld bezahlen. Das ist fies. Das ist echt fies. Okay, pass auf, dann gucken wir jetzt, dass wir Eriks Haus umsetzen. Müssen wir mal mit Tom sprechen, inwiefern das machbar ist. Und dann müssen wir einen schönen Ort suchen. Wahrscheinlich, tut mir leid, Erik, aber erstmal an den Strand. Weil am Strand, das ist immer so das Letzte, was ich gestalte, da stört es am wenigsten. Aha, Schwinguin, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Infrastruktur, bitte. Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Eine Position ändern, bitte. Oh, ein kleiner Plausch über die strukturelle Gestaltung unserer Insel. Wie? Aber immer, aber gerne. Zumal du als unsere Inselsprecherin ja sowieso genau die Richtige in Sachen Planung und Co. bist. Falls du also mal denkst, hey, also das Gebäude hier würde sich dort links hinten viel besser machen, dann nicht verzagen, genug befragen. Für Umgestaltungswünsche bin ich nämlich der Waschbär vom Fach. So, ein Bauwerk verschiebt man natürlich nicht mit einer Pfote, also kostet die Sache auch ein wenig. Aber wer wird schon jeden Sterni umdrehen, wenn es um den idealen Look für das eigene Inselchen geht? Dann sag doch mal, hättest du denn Umverlegungspläne für irgendeines unserer schönen Bauwerke? Ja. Oha. Und was genau hattest du da im Sinn? Ein Wohnhaus.
Aha, wessen Haus soll denn an einen neuen Ort verlegt werden? Erik. Das Haus von Erik. Alles klärchen. Die Umkosten für die ganze Sache betragen nur 10.000 Sterne. Oh, haben wir Glück. Ich dachte 5. Wie komme ich? Nee, ich glaube, Museumsschneiderei und so, das kostet 50. Oder? Aber 10 ist ja ein Schnäppchen. Ja, bitte. Aber sicher doch, mit Freuden. Dann wollen wir rasch mal hören, was Erik so denkt. Nur ein Sekündchen, bitte. Okay. Ich bin mal gespannt, was Erik sagt. So, stehen die Dinger also. Ja, ja. Nun, Erik, möchtest du an die Stelle ziehen, die Shinguin für dich aussucht? Ja, Wunderbärchen. Wenn ich umziehe, kann ich ganz viele neue Sachen essen und alte. Oh, vortrefflich. Dann ist ja alles klar. Dann kümmert Shinguin und ich uns um den Rest, ja? Ja, das machen wir. Gar kein Problem. Gar kein Problem für uns. So, Shinguin, der Plan steht. Dann lass uns nun rasch noch die Bezahlung erledigen. Als nächstes müsstest du ein lauschiges Plätzchen für das Haus von Erik finden. In deiner Tasche findest du ein praktisches Umzugskit, das ich dir zu diesem Zweck überreicht habe. Damit spazierst du einfach dorthin, wo das Haus stehen soll und setzt es dann ein. Okay, danke schön. Ah, dass das nur 10.000 kostet. Ich war echt fest der Überzeugung, dass Häuser umsetzen 50.000 kostet. Da bin ich ja ein bisschen erleichtert, ne? So, okay. An den Strand. Haben wir jetzt auch wirklich das Richtige? Ja, Erik. Gut. Pass auf, ich bring's mal darüber zu den anderen Kollegen. Lala. Blip, 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 blip. Hallo, wollt ihr Nachbarn? Hier ist aber ein bisschen eng, ne? Wobei, ja, komm hier, Erik. Ist auch ein Strandhaus. Ich weiß, das ist nicht schön. Hier passt es nicht. So. Zeig mal. Das sieht aus hier am Strand, ne? Hier ist doch hübsch. Gut. Erik darf erstmal hier hinziehen. Ich habe einen Standort für das Haus von Erik gefunden. Hoffentlich gefällt es ihm hier. Er wird nochmal umziehen. Also da wird Erik nicht dran vorbeikommen. Er wird definitiv nochmal umziehen. So, dann ist morgen das Haus von Erik dann am Strand. Dann können wir uns hier damit beschäftigen. Ich hänge schon wieder bald fest. Ey, lass mich da durch. So, dann können wir uns hier damit beschäftigen. Den Fluss wegzumachen, hier den Hügel aufzuschütten. Zumindest hier bis zu... Ist das Carolins Haus? Nee, das war Mandys Haus. Das war Carolins Haus. Bis zu Mandys Haus können wir das zumindest dann aufschütten, weil sie steht ja hier noch. Und dann können wir gucken... Ich bin am Überlegen, dann hier... Immer noch zu dick dafür. Dass wir dann... hier eine Treppe hochgehen lassen. Auf die obere Ebene. Und dann hier oben auf dem Plateau irgendwo dann das Museum stehen haben. Das kann man dann drumherum noch schön gestalten. Da weiß ich aber noch nicht ganz genau, wie wir das gestalten. Das müssen wir dann gucken. Aber das ist doch schon mal der Plan. Gut, so, ansonsten wollte ich heute mal bei Harveys Insel vorbeischauen. Hier ist auch eine Babyblume entstanden, eine pinke. Schön. Ihr kommt aber alle weg. Ich weiß nur noch nicht wann. So, wir wollten einmal noch zur Harveys Insel. Denn der hatte uns ja einen Brief geschrieben, dass sich bei ihm da jetzt auch ein bisschen was ändert. Und da wollen wir mal vorbeischauen. Hey, willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Hatino. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen, bitte. Rotter! So, für die Unterlagen müsste ich noch etwas wissen. Wo möchtest du hin? Zu Harveys Insel. Harveys Insel also. Rotter! Es kann gleich losgehen. Aber bist du bereit? Hast du alles, was du brauchst? Ja, natürlich. Auf geht's. Dann los! Ab
In die Lüfte mit dir. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Oh, ja, alles startklar. Okay, dann guten Flug und viel Glück. Dankeschön. Brauche ich den? Stütze ich sonst ab? Oder was passiert dann hier? Wir müssten jetzt auch mal gucken. Ich würde ja mit euch gerne auch in das DLC schnuppern. Wenn das keine gelungene Landung war, weiß ich auch nicht. Ja, sehr, hast du sehr gut gemacht. Moment, Harvey ist gar nicht auf seinem Posten. Kennt man gar nicht von ihm. Wo treibt er sich rum? Allerdings sehe ich da drüben einen Pfad. An Land was auszukundschaften ist nicht meins. Ich denke, du solltest dich am besten mal umsehen. Ja, mache ich. Dankeschön. Was wollte ich nicht sagen? Wo waren wir? Ich hab's vergessen. Ach so, DLC. Genau, ich wollte mit euch ja ins DLC hüpfen, wenn wir die Story soweit durch haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen sollen. Oh, guck mal, wie hübsch das hier ist. Hey, hast du meine kleine Botschaft bekommen? Klar hast du das, sonst wärst du ja nicht hier. Ich hab dir was zu verraten, da freue ich mich schon tierisch drauf. Das hier wird das Herzstück unserer neuen Gemeinschaft sein. Da steckt mein Herzblut drin. Oh, aber ich hatte ganz viel Hilfe von allerlei netten Leutchen und so, ne? Die gute Trude hier zum Beispiel. Ich und Trude, wir kennen uns schon ewig. Ich nenne sie eigentlich nur noch Trudchen. Aber du, nur du darfst mich so nennen. Harf, kapiert? Wäre ja noch schöner. Entschuldige, meine Beste, aber für dich bitte Trude, ja? Freut mich aber auf jeden Fall sehr. Harvey hat mir schon unheimlich viel von dir erzählt. Ja, so sieht's aus. Also, wo war ich? Ach ja, richtig. Meine Traumkommune. So stelle ich mir das Herz der Bewegung vor. Ein zentraler Platz mit vielen Läden, unsere Gemeinschaft. Dann ist da noch der geschäftliche Teil. Eher unschön. Ich spreche nicht mal gern über Sternis, weißt du? Aber eine Kommune baut sich ja auch nicht von allein. Daher wäre eine kleine Spende voll geil und so. Jedes Mal, wenn wir genug Kapital zusammen haben, bauen wir etwas. Habe ich eben echt Kapital gesagt? Also, das ist mein Angebot. Tut mir leid, verkaufen wir nie meine Spende. Aber ich wäre dir echt dankbar, wenn du uns dabei hilfst, diesen Traum zu verwirklichen. Auch wenn es jedes Mal nur ein klein bisschen ist. Jedes bisschen hilft. Okay, alles klar. Das klingt super. Echt cool von dir und so. Wusste ich doch, dass ich auf dich zählen kann, Shinguin. Ein anderer Freund ist übrigens auch dabei. Du kennst meinen alten Kumpel Gyroid, oder? Der war so nett und hat noch ein paar seiner Kumpel, die auch Gyroiden heißen, zu mitmachen animiert. Wenn du soweit bist, sprich einfach einen der Gyroiden an und der sagt dir dann, wofür er sammelt. Schau dir ruhig die Gegend an. Ist vegane Kürbis-Gnocchis, meditier oder mach worauf immer du Lust hast oder so, ne? Danke, dass du uns hilfst. Wir sehen uns. Alles klar, ey, coole Sache. Ja, wir können hier eine kleine Kommune aufbauen. Wir haben hier verschiedene Gyroiden, die für verschiedene Händler unseres Vertrauens Spenden annehmen. Und zwar, bin ich gerade am Überlegen, wer wo war. Also die sagen es einem ja auch. Aber wir haben einmal der jetzt gerade bei uns da ist, hier mit Taschen und Schuhen. Dann haben wir Gerd mit den Blümchen. Dann haben wir... Nee, haben wir gar nicht. Da ist gar nicht Gerd. Da ist Gerd. Denn hier ist Rainer mit seiner fälscherwahre Kunst. Da haben wir Gerd. Hier haben wir... Ja, die zwei aus New Leaf. Björn und seine Frau.
die einem die Sachen umgestalten. Hier ist der alte Bürgermeister aus New World. Auf jeden Fall ein alter Bürgermeister. Hier haben wir, glaube ich, die hier haben wir Assisa. Assisa hat da auch eine Ladin hier. Und hier haben wir eine Wahrsagerin. Die habe ich aber selbst bei mir auf dem Hauptspiel noch nicht freigeschaltet. Die kosten aber jeweils 100.000 Sternis, um die freizuschalten. Wir können hier klar auch immer wieder so ein bisschen was reinspenden. Wir haben jetzt noch 53. Aber ich möchte, glaube ich, erstmal ungern hier was investieren, bis wir nicht finanziell ein bisschen mehr drauf haben. Weil das heißt, hier einfach nur wieder Geld ausgeben. Und das ist nicht schön. Na? Ihr chillt hier, ne? Ah ja, und von Trude. Trude sitzt auch manchmal da in der Mitte am Lagerfeuer und verpasst einem dann wunderschöne, schicke neue Frisuren. Lohnt sich also, hier zwischendurch mal vorbeizuschauen. Und Salat und Popcorn. Bereit zum Abflug und du, willst du mit? Ja, ich möchte nach Hause. Bitte. Bist du ganz sicher, dass du mit uns zur Art hin oder durchstarten willst? Ja. Okay, also. Einsteigen, anschnallen und wirkliches Gefühl von Übelkeit bitte unterdrücken. Ich hab gerade erst den Flieger wieder sauber gemacht. Ja, weißt du, da hatte letztens, ne? Hat da einer so reingereiert, ne? Weil ich so ein Looping geflogen bin und ja, Sauerei. Aber gut, ja, tschüss, bis nächste Mal. Ja, Udo, alles. Ja, tschüss. Danke für diese Information, die wollte ich nicht haben. Ich habe bestimmt genau auf dem Platz jetzt gesessen. Okay, was machen wir noch Schönes? Wir haben noch Zeit. Ach ja, die Buchsbäumchen. Wir könnten... Ah, wir könnten bei ihm mal reingucken. Hi, was hast du denn Schönes? Ah, schönen guten Tag, die Dame. Blick auf meine Waren gefällig. Lass dir Zeit, ich hab's nicht eilig. Ich möchte die. Okay, ein paar Prinzessinnen-Schuhe, also, 2400 Sterne ist. Ja, gib her. Schick. Firma dankt. Die sehen ja cool aus. Da brauchen wir nur. Wobei, das könnte vielleicht zu unserem einen Kleidchen passen. Immer wieder ein Vergnügen, gnädiges Fräulein. Darf es noch was sein? Nee, danke. Reicht. Immer dankt. Jo. Dankeschön. Nee, pass auf, ich gehe später schon. Ich wollte gerade sagen, ich gucke in die Läden. Ich bin mir hiermit immer noch nicht so sicher, ne? Ich war auch am Überlegen, ob wir das weiter hier rüber machen. Wäre auch eine Option, ne? Ist halt doch nicht so viel Platz, wie ich es gerne hätte. Ist das denn hier mittig von links und rechts? Eins, zwei, drei, vier. Wird's ja hier wieder hochgehen, dann wäre das hier... 1, 2, 3, 4. Ja, knapp mittig, ne? Wir könnten auch... hier mit dem Tool die Wege machen. Und dann... und dann das da irgendwie drüber legen. Wobei, nee, dann würde ich, glaube ich, gerne einen anderen kaufen. Lass uns mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob der graue dazu aussieht. Aber das würde ich gerne, glaube ich, probieren. Willkommen im Portal. Ja, oh Gott, wir haben nur noch 10.000. Ich wollte ja... Meilenfarm. Vergessen. Nuckmeilen einlösen. Ich weiß nicht, wie teuer die waren. Genau, den hier. 2000.
der dazu? Den hätte ich eigentlich auch gern für Blumenbeete. Haben wir den schon? Glaube ja, ne? Die auch. Wir kaufen sie mal und gucken, ob das und so, ob ich damit happy bin. Das jetzt dementspricht, wie ich mir das gerade so ein bisschen vorstelle in meinem Köpfchen. Sehr schön. Okay. Tschüss. Ich habe nämlich da eine Idee. So. Dafür müsste der Brunnen weg. Dafür müsste das hier wieder weg. Das wäre das Geschrei groß. Jetzt macht sie wieder alles weg. So, warte mal, wenn hier der Brunnen steht, ne? Wir müssen mal einmal in die App hier hüpfen, bitte. Ja, Baugenehmigung einholen, natürlich. Wir tragen auch einen Helm, selbstverständlich. So, und dann hätten wir hier einmal den Pflasterweg. Wenn wir den nämlich jetzt hier verlegen. Meine Finger werden gerade beschnuppert. Was machst du, Katze? Stinken meine Finger, oder was? Hä? Oder habe ich da was Leckeres dran? Jetzt werden die Salzstangen hier begeiert. Nein. Bitte gehen Sie, Katze. Das ist nicht für Sie. So. Passt auf. So, das war jetzt die Idee. Und dann kann man nämlich... Funktioniert das jetzt so oder brauche ich dafür und so? War nämlich jetzt die Idee... Nee, das geht, seht ihr? Das finde ich nämlich sehr schön. Dann ist halt nur die Frage, ne? So, warte, pass auf. Dann würde ich das ja hier auch langführen. Ich höre schon wieder einen Luftballon. Ich sehe ihn auch ankommen. So, um den kümmern wir uns sofort. So. Nee, warte. Ich wollte mich um den Luftballon kümmern. Wo bist du? Da. Geld. Bitte. Oder Anleitung. Ups. Manni, danke schön. Sehr schön. So, und dann müsste ja hier... Das wird jetzt kompliziert wieder, ne? So. Hier wäre wieder die Egge. Hier wäre... Oh ja, ja, hier wäre die Egge. Und dann müssen wir halt mal gucken. Warum legst du dich da so drüber und die hier gehen so an den Rand dran? Das verstehe ich. Ich dachte, ich habe noch den Bodenpinsel. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Weil du da dran bist? Warum funktioniert das hier gerade nicht so? Mobbing oder was? Warte mal, der wäre dann da. So, nee, der wäre ja schon falsch. Aber guck mal, der legt sich dann nicht so drüber. Wie die Ecken hier. Das verstehe ich nicht. Da bin ich zu doof für. Warum das jetzt nicht funktioniert? Brauchen wir dann doch dieses... Da geht's doch auch.
So, dann würde ich hier schon mal die Ecken andeuten, weil das wird dann nämlich der eigentliche Weg. So, und hier kann dann der Brunnen wieder hin. Wo ist er? Der auch mittig, ja, ne? Doch gar nicht so schlecht. Dann kommt hier halt überall der Weg. Da kommen dann halt hier diese Dinger drüber. So, da muss der Baum da gleich noch weg. Ist nicht mehr so viel Platz für Gestaltung drumherum, ne? So wirklich so parkanlagemäßig. Mal gucken. So. Kann man ja dann abrunden. Theoretisch. Und hier müsste dann der Weg runter gehen. So. Ich bin ja gespannt, ob das jetzt so will, wie ich will. Ansonsten muss ich da nochmal überlegen. So, und dann hätten wir vorne rechts. Das wäre dann... Da kann ich mir noch nicht vorstellen, welcher da hinkommt. So, hier kommt diese Ecke hin. Das geht mit der nicht, aber warum? Warum will das nicht? Und wie sieht der jetzt aus? Okay, ja, da wird man natürlich das so ein bisschen dann durchblitzen sehen. Belastend. Und hier, warte mal, du bist die Innenecke. Da müssen wir dann noch gucken, wie genau wir das hier dann machen am Ende. Das kann ich mir so schon sehr gut vorstellen. Also dann hauen wir mal eben hier den Baum um. Warte mal, ist da was drin? Nee, ist nichts drin. Können wir kaputt machen. Einmal Baum weg. So. So, und dann hat man hier den Weg dahin und hier den Weg dahin. Und dann... Ich weiß nicht, machen wir hier schräg ablaufend? Das könnte man natürlich auch machen. Ist das kompliziert? Warte mal, du müsstest theoretisch auch weg. Weißt, dich haben wir höchstpersönlich dahin gepflanzt. Aber du bist jetzt im Weg. Genauso wie du. Erst gucken, ob was drin ist. Passt. Wow. So, ihr müsstet hier mit weg. Ich brauch Platz, um mich frei entfalten zu können. Und da steht ihr leider im Weg. So. Weg. Weg. Einsammeln. Wegbuddeln hier. So. Und dann wäre halt die Überlegung. Das ist mir hier viel zu klein, ne? Geht zu nah dran. Müssten wir damit doch hier weiter rüber. Und vielleicht auch weiter. Vielleicht, oh ja, vielleicht parallel hier hingehend. Könnten wir noch einen hochziehen?
hier aus dann gehend. Käme man hier oben an. Aber das ist ja nicht so das Problem. Das wird mir besser gefallen. Da müssen wir nochmal rumprobieren. Aber ich glaube, an der Position gefällt mir das dann viel besser. Weil man hier mehr Gestaltungsmöglichkeit dann hat. Und ich hätte mir dann halt gedacht, klar, hier kann man halt dann einmal so drumherum laufen. Und dann hier irgendwie eine Hecke. Und in die Mitte von der Hecke dann so ein Buchsbaumkegel halt. Und dann vielleicht hier unten auch. So, können wir ja schon mal hier so andeuten. Das ist viel zu weit unten. Ist egal. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, pass auf, ich mach mal weg, weil das machen wir eh anders. Ja, passt auf. Wir sind ja schon wieder bei 36 Minuten. Ich probiere hier noch ein bisschen rum. Halt, wie ich das hier mit dem Boden und diesen Fliesen hier mache. Hier drumherum. Und dann gucke ich, wie man die Wege hier anbinden kann, damit das sinnvoll ist. Und das zeige ich euch dann morgen, was da dann am Ende entstanden ist. Hier würde ich dann auch einmal den Weg wieder wegmachen, so wie er ist. So, und dann können wir da nochmal gucken, wie genau wir das machen. Aber ich glaube, an der Position ist er einfach besser aufgehoben. Dann hat man hier mehr Platz für Park und Gestaltung und so. Alles klar, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, ihr seid dann auch morgen wieder mit dabei. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Tschüsseli!